Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial. Und zwar zeige ich euch, wie man selbst Custom Content herstellen kann. Und als allererstes zeige ich euch, beziehungsweise sage ich euch, was ihr für Programme braucht. Und zwar das Sims 4 Studio ist natürlich kostenlos und irgendein beliebiges Bilderbearbeitungsprogramm. Also, wenn ihr kein Photoshop habt, dann keine Sorge. Zur Not geht auch GIMP. Oder ich habe jetzt, wenn es schnell gehen soll, einfach Photoscape, das ist auch kostenlos. Photoshop benutze ich nur für andere Sachen, die etwas komplizierter sind. Aber ich zeige euch jetzt etwas ganz Einfaches, so zum Einstieg, um einfach ein bisschen reinzukommen. So habe ich auch angefangen, denn direkt irgendwelche Sachen herstellen in Blender ist vielleicht gerade am Anfang etwas zu schwierig. Also Blender braucht ihr erstmal nicht. Wir fangen einfach mit dem Einfachen an, und zwar Texturen tauschen, sagen wir mal. Es ist einfach nur eine Textur auf eine andere drauf machen. Fertig. Es ist sehr simpel. Man muss nur wenige Sachen beachten. Also fangen wir einfach mal an. Wenn ihr Sims 4 Studio geöffnet habt, dann geht ihr hier bei Object und Standalone Recolor. Drückt ihr dann hier drauf. So, und jetzt habt ihr alle Objekte aus die Sims hier aufgelistet. Und ich würde jetzt einfach mal irgendeins nehmen. Ich nehme mal das hier jetzt. Es ist egal, was ihr wollt. Ich zeige euch jetzt anhand eines Gemäldes, wie das dann aussieht, wenn wir fertig sind. So, für solche Sachen könnt ihr euch extra einen Ordner anlegen. Ich habe meins einfach Work in Progress genannt. Da habe ich auch meine Texturen drin. Was ganz wichtig ist, ihr braucht die Package-Datei. Das ist das, was in euer Mod-Ordner dann reinkommt. Also, wir stellen jetzt unsere Package-Datei her und nennt sie, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt für ein paar Gemälde von Leonardo da Vinci entschieden. Ich nenne sie jetzt einfach mal Leonardo da Vinci's Paintings. Natürlich könnt ihr es auch auf Deutsch machen, wie ihr wollt. So, jetzt wird das Ganze erstellt. So, und hier habt ihr das Objekt. So sieht es natürlich normal aus. Ihr habt hier die Swatches, das sind ja die verschiedenen Farben oder Muster, je nachdem. Ihr könnt auch noch welche entfernen oder hinzufügen. Also in meinem Fall sind es nur 3 Bilder, also brauche ich auch nur 3 Swatches. Also werde ich die anderen entfernen. So, und jetzt, und hier gebt ihr eurem Gemälde, oder es kann auch ein Poster sein, was ihr wollt. Ich nenne es genauso jetzt, wie ich die Package-Datei genannt habe. Also, Leonardo da Vinci's Paintings. Und hier eine Description, eine Beschreibung. Ich mache einfach meinen Namen hin, also vom Kanal. So. Und einen Preis könnt ihr ändern. Also, keine Ahnung, ich mache den mal für 100 Simoleons. So, und jetzt geht ihr zu Texturen oder Texture. Und ihr seht hier Export, Import. Und ihr braucht jetzt das hier, um es zu verändern. Also geht ihr auf Export. Es ist wichtig, eine PNG-Datei. Und ihr könnt sie auch nennen wie die Package-Datei. Wo kommt man nicht durcheinander? So, nur das Package dahinter wegmachen. Und hier ist die Textur. Jetzt in Photoscape ist die Textur da. Jetzt seht ihr, dass hier noch die Ränder sind. Also das ist das, was man hier an der Seite sieht. Die sind unwichtig. Genauso wie das hier. Das ist nur der hintere Teil. Wichtig ist nur das Innere hier. Aber ich denke, das ist logisch. Jetzt geht ihr nur um das Innere. Also ich zoome gerne noch ein bisschen ran. Und bevor wir jetzt die Bilder, die wir uns... Also ich habe meine jetzt aus Google. Ich glaube, jeder macht es so. Auf Google einfach suchen, was ihr wollt. Und was mir aufgefallen ist, wenn die Bilder nicht groß genug sind, dann passiert was Seltsames. Und zwar sind die Bilder, obwohl ihr sie dann kleiner macht, irgendwie total verpixelt, wenn ihr näher rankommt. Also wenn ihr in Sims näher mit der Kamera rangeht,
sieht es nicht mehr so toll aus. Also habe ich mal nachgelesen und es soll helfen, das Ganze hoch zu skalieren. Ich mache das immer ein paar Mal, wobei ich mir einmal die Datei zerstört habe, also nicht zu viel, nicht übertreiben. So, und was ich noch mache, ein bisschen Korrektur wie Scharfzeichen etwas. So, ich meine, klar, es ist ein altes Gemälde, aber ich will es ja euch nur zeigen. So, ich speichere es jetzt, egal wie es hieß. So, macht das mit den anderen Bildern, die ihr habt. Eventuell, wenn ihr nur eins habt, dann halt nur das. Und speichert die ab. Und dann könnt ihr sie später in euer Gemälde einfügen. So, sind die Bilder jetzt in der richtigen Größe, sage ich mal. Geht ihr zu einfügen oder je nachdem, was für ein Programm ihr benutzt, müsst ihr es reinziehen. Ich muss es hier bei Photoscape einfügen. So, ich habe meine Bilder ja in meinem Ordner, den ich extra angelegt habe, und wir fangen mal an. Sucht euer Bild aus. So. Und dann müsst ihr einfach nur darauf achten, dass es genau in dem Bereich passt. So. So, ich sehe, es ist noch leicht, das Bild hinten dran zu sehen, also mache ich es noch etwas größer, aber nur minimal. So. Und ihr seht, es passt jetzt so. Dann könnt ihr auf Speichern gehen. Oder Speichern als. Genauso wie ihr es benannt habt. Und da ich jetzt drei Swatches, also drei verschiedene mache, werde ich eine 1 dahinter setzen und abspeichern. Dann öffnet ihr wieder euer Sims 4 Studio. Am besten lässt ihr es offen. Und dann geht ihr auf Import. Und hier ist eure veränderte Textur. Also öffnen und tada! Hier habt ihr die Mona Lisa statt diesen Mann mit dem Saxophon. Und jetzt könnt ihr auch die Swatches ändern, also anpassen, was ihr jetzt für eine Farbe habt als Bild. Ihr könnt ja, egal was ihr wollt, an Bilder nehmen, auch private Bilder, wenn ihr es möchtet. Also ich brauche es jetzt im Spiel nicht, aber jeder wie er will. Da schaut einfach, wie die Farben sind. Ich lasse es jetzt einfach mal so, das ist euch überlassen. Und jetzt für die anderen Swatches. Ihr müsst jetzt nicht nochmal auf Export gehen, da ich ja jetzt zum Beispiel eine 1 dahinter gesetzt habe, ist das Normale jetzt immer noch da. Also öffne ich wieder das Bild, das ich haben möchte, und das Ganze wieder wie vorhin. Am besten geht ihr immer etwas näher ran. Das hilft mir dann, um die Ecken besser zu sehen. Das habe ich vorher nicht gemacht, aber wenn man etwas geübter darin ist, dann geht das auch. Am besten am Anfang etwas näher rangehen. So, Bild Nummer 2 ist fertig. Aber ich habe jetzt gesagt, dass ja die Textur, die wir vorhin exportiert haben, das war ja das Goldene. Wenn ihr jetzt natürlich das Silberne lieber möchtet, dann müsst ihr es exportieren. Ich möchte es aber in dem Gold haben, also lasse ich es so. Ich lasse es jetzt mal so und ich zeige euch gleich, was ich meine. Nur um es zu verdeutlichen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ich meine, ich will es in dem Goldton haben, also lasse ich es so. So, auf das zweite Bild gehen, Import, und dann das zweite. So, jetzt haben wir zwei veränderte Bilder. Ihr könnt auch, ich habe jetzt mal eins hinzugefügt, die Swatches wieder entfernen. Ihr könnt bis zu drei Farben haben in der Vorschau. Ich mache es jetzt passend zu dem anderen, wobei das vielleicht etwas verwirrt. Ich nehme mal jetzt blau vom wie der Himmel hinten dran. Nehmen wir mal blau-grau. So. Und wenn ihr jetzt diese Farbe haben möchtet, dann müsst ihr natürlich wieder exportieren. Ich lasse es jetzt mal so, also ich werde das jetzt einfach verändern, dass es das austauscht. So, und jetzt habe ich den anderen Bilderrahmen, den grauen. Und jetzt fügen wir das andere Bild hinzu. Ich habe jetzt nur drei ausgesucht, weil das sollte eigentlich reichen zum Zeigen. Ich hoffe es mal. Also ich habe jetzt mit den Bildern angefangen, weil es für mich wirklich am Anfang, am
einfachsten war von all den anderen Sachen. Sachen modellieren fällt mir schon noch schwer. Da bin ich noch am Lernen. Aber so langsam wird's. So, speichert das Ganze wieder ab. Ich setze jetzt keine Nummer dahinter, da es ja noch drei Bilder sind. Also importiere ich das Ganze. Und tada! Ihr habt jetzt drei Bilder, die ihr selbst verändert habt. Vor allen Dingen nicht vergessen, immer auf Save gehen. Immer speichern. Sonst habt ihr es nicht. Und diese Sachen sind jetzt für dieses Tutorial unwichtig, denn bei Texturieren braucht ihr das nicht. Also könnt ihr jetzt euer Bilderbearbeitungsprogramm schließen. Und ich schließe dann immer Sims 4 Studio auch, weil ich es dann nicht mehr brauche. Öffnet euer Mod-Ordner und am besten legt ihr euch einen Ordner zu, wo ihr eure eigenen Mods installiert. Denn sonst kommt man durcheinander mit den anderen Mods. Also ich habe meine einfach eigene CC genannt. Und dann sucht ihr die Package raus. Das ist das mit dem Punkt Package, logischerweise. Dann ziehen wir ihn in den Ordner und schließt das Ganze. Natürlich könnt ihr auch die Bilder hier löschen. Die braucht ihr nicht mehr. Die Texturen. So, dann öffnet das Spiel und testet aus, ob das Ganze funktioniert hat. Aber es sollte auf jeden Fall funktioniert haben. Einmal im Spiel drin, schaut ihr natürlich bei den Gemälden und Poster. Und um es mir einfacher zu machen, gehe ich immer auf Inhalt und benutzerdefinierte Inhalte. Und irgendwo sind eure veränderten Bilder, die ihr erstellt habt. Und hier ist es, die Mona Lisa. Und hier könnt ihr sehen, es sind auch die drei Swatches dabei, die wir hinzugefügt haben. So, das war's dann eigentlich schon. Wenn ihr näher rangeht, seht ihr natürlich, dass es immer noch nicht perfekt ist, aber das macht's schon besser, wenn ihr es etwas hochskaliert. Ich hoffe, das Tutorial war hilfreich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es jetzt so gut wie möglich erklärt. Ich bin nicht die Beste darin. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn es Fragen gibt. Lasst auch gerne ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Und ich werde die Gemälde hier zum Download zur Verfügung stellen, falls ihr sie haben möchtet. In der nächsten Folge werde ich euch zeigen, wie man Objekte bei Blender verändern kann. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.